Ah, so nicht. Vielleicht beim zweiten Anlauf? Ah, nee, doch nicht. Okay, Sie sehen schon, einparken ist für mich ziemlich nervenaufreibend. Erst Parklücke finden und dann ohne Rempler in die enge Lücke. Kleiner Tipp unter uns, wenn es am Ende gar nicht klappen will, dann lieber den Mann machen lassen. Oder das Auto. Unser Auto kann das noch nicht, dafür aber dieses hier. Daimler und Bosch haben eine neue Einparktechnologie entwickelt. Der Fahrer muss da nicht mal mehr sitzen bleiben. Gut, mir hätte das beim Einparken auch nicht geholfen, denn das System wird es nur in Parkhäusern geben. Da gibt es Infrastruktur, die den gesamten Parkraum überwacht. Es gibt eine Karte, die genau darstellt, wo welche Hindernisse sind, wo welche Parkplätze sind. Und dann in Kombination mit dem Fahrzeug kann die Infrastruktur des Fahrzeugs in die entsprechende Parklücke navigieren. Man stellt sein Fahrzeug also in der sogenannten Drop-off-Area ab und gibt den Befehl fürs Parken einfach über Smartphone. Ist eigentlich ganz einfach. Hier auf Park drücken und schon geht's los. Dann fährt das Auto alleine zum Parkplatz rüber. Ich glaube, schon ein bisschen ein komisches Gefühl, das Auto so alleine durchs Parkhaus zu schicken, aber auf jeden Fall eine coole Erfindung. Das Auto fährt alleine zum Parken. Ich kann shoppen gehen. Per Knopfdruck parkt es später auch wieder aus und kommt zu mir zurück. Für mich wäre so ein Auto ideal. Kein Stress mehr beim Einparken. Aber was sagen eigentlich die Stuttgarter dazu? Selber parken oder Auto stehen lassen, wenn man es nicht kann. Da erspart man sich Arbeit. Ist nicht schlecht. Ich mag das nicht in fremde Hände geben. Auch Technik ist fehlbar. Das wäre was für uns. Würde das Leben ein bisschen erleichtern, oder? Ja, aber vertrauen würde ich nicht. Die Ingenieure kennen diese Bedenken. Im Test beweisen sie uns, dass sie auch Sicherheitsmaßnahmen entwickelt haben. Wenn also ein Hindernis kommt, ob ein Kind, ein Mensch, ein Kinderwagen, ein Ball, was auch immer, dann erkennt die Infrastruktur das über die Kameras und das Fahrzeug stoppt automatisch und wartet, bis dieses Hindernis dann wieder weg ist und fährt dann weiter. Die Pilotphase für die Technologie soll Anfang 2018 im Parkhaus des Mercedes-Benz-Museums starten und 1 bis 2 Jahre dauern. Danach soll das fahrerlose Parken in Serie gehen und mir solche Szenen, zumindest im Parkhaus, ersparen.